Eine Sprechpuppe. Doch, du musst das sagen, das kommt am Fernsehen. Eine Sprechpuppe. Und ein Gasbolle. Meine Kindheit in der Weihnachtszeit. Kleine Wünsche, großes Glück. An den sehnlichsten Wunsch würde man sich wahrscheinlich nur dann erinnern, wenn er nicht in Erfüllung gegangen wäre. Und da konnte ich mich nicht beschweren. Ich war wunschlos glücklich als Kind. Wünschen durften wir uns immer alles. Ob wir das dann bekommen haben, das war dann was ganz anderes. Dann hat meine Mutter was gesagt, wünschte was. Eine Autorennbahn. Carrera. Hab ich gesagt, eine Schüssel Feldsalat, eine große, ganz für mich allein. Wir wussten ja, dass wir, wenn, nur etwas Kleines bekommen und haben dann schon mal gehofft, dass der Papa vielleicht gemerkt hat, dass die eine Puppe ja so toll ist. Alle Jahre wieder eine stimmungsvolle Zeitreise in die Kindheit. Tage hat das Jahr. Für Kinder kommen die schönsten Tage immer ganz zum Schluss. Damals wie heute werden sie sehnsüchtig erwartet. Wie hatte man sich wochenlang auf den heiligen Abend gefreut? Gespart, Groschen um Groschen, um auch den Eltern etwas schenken zu können. Es war alles einfach und der Gabentisch war bescheiden. Praktische Gaben. Etwas Spekulatius und Printen. Man gedachte des Christkinds, der Engel und der Hirten. Man war so glücklich. Sven Georg Adenauer kann sich an die Weihnachtstage mit seinem Großvater noch gut erinnern. Geboren 1959 in Bonn, wuchs er mit seinen beiden jüngeren Brüdern gerade mal 50 Meter entfernt vom Hause Konrad Adenauers auf. Damals glaubten die Kinder viel, viel länger als heutzutage noch ans Christkind oder an den Nikolaus oder an den Weihnachtsmann. Und meine Eltern legten dann das ein oder andere goldene oder silberne Haar dann bei uns in der Wohnung aus und sagten, das Christkind war da, hat ein Haar verloren und schreibt euch mal auf, was ihr euch zu Weihnachten wünscht. Also das hat eine weihnachtliche Atmosphäre, gab es schon im ganzen Haus und das war auch richtig schön. Und da zehrt man bis heute noch von. Der sehnlichste Wunsch von Sven Georg war ein Rennrad, das sich tatsächlich eines Tages unter dem Weihnachtsbaum wiederfand. Die Freude auf die Engel, den Nikolaus samt Knecht Ruprecht und vor allem auf das Christkind gehörten für ihn genauso zu Weihnachten wie das große Familienfest am zweiten Weihnachtstag im Hause seines Großvaters. Zwischen 60 und 80 Tanten, Onkel, Cousins und Cousinen versammelten sich alljährlich im Rhöndorfer Wohnzimmer. Es gab einen Vorraum, bevor dieses Glöckchen erklang und man in den eigentlichen Weihnachtsraum rein durfte, gab es einen Vorraum, in dem wurde auch gesungen. Da wurde immer der gleiche Tee getrunken, immer der gleiche Kuchen gegessen, immer die gleichen Plätzchen serviert, auch immer die gleichen Weihnachtslieder gesungen. Und da gab es auch eine feste Sitzordnung in diesem Raum. Es gab also einen größeren Stuhl, in dem das Familienoberhaupt, mein Großvater, Platz nahm. Und es durfte keiner es wagen, auf diesem Stuhl Platz zu nehmen. Also da gab es schon strenge Vorschriften. Feststehende Rituale und gehegte Traditionen bestimmten die Festtage im Hause Adenauer. Die Geschenke gab es nicht einfach so. Vor der Bescherung mussten die Kinder vorführen, was sie in den Wochen vor Weihnachten einstudiert hatten. Dann kam man in dieses Weihnachtszimmer rein. Man muss sich das so vorstellen, die Familie ist relativ groß und man trifft sich ja sonst nicht so häufig im Jahr. Und das war ein Ort, an dem eben alle dann zusammenkamen. Festes Ritual war eigentlich, und deshalb war das auch mit ein bisschen Stress verbunden, war die Tatsache, dass diejenigen, die jung waren oder die Jüngsten waren, die mussten entweder ein Gedicht vortragen oder mussten ein Musikinstrument spielen. Wir waren glücklicherweise eine Familie, in der weder gesungen noch Gedichte aufgesagt wurden. Bei uns wurde geredet und konnte schon mal sein, dass Opa unter dem Einfluss von Lord Extra und Exportbier ein bisschen erzählt hat, dass früher alles besser war.
Der Großvater, der Bundeskanzler AD, lebte ja da auch noch. Vor dem wurde das alles vorgetragen. Das musste natürlich alles super passen. Und wenn es nicht passte, das war schon übel. Also da war schon ein gewisser Druck da. Und das bedeutete dann richtig Schweiß und Tränen. Man musste also vorher richtig üben und trainieren. Die Atmosphäre an Weihnachten war trotz dieser Stressmomente eine Mischung aus heiter und besinnlich, geprägt vom Großvater, der als Bundeskanzler die Geschicke der Bundesrepublik leitete und zu Hause darüber wachte, dass ja alles seinen gewohnten Gang nahm. Er war während des Weihnachtsfestes eigentlich der Patriarch und derjenige, der die Richtung vorgab. Das merkte man schon an der Reaktion der Eltern, die dann auch zusammenzuckten. Und es wurde dann still im Raum, wenn der Großvater kam. Den Kindern oder den Enkelkindern gegenüber war er da ganz anders. Da war er lockerer, hat mit uns auf dem Boden gekniet und mit der Holzeisenbahn gespielt. Das hat er gemacht. Er war also den Kindern gegenüber ausgesprochen streng, aber den Enkelkindern gegenüber ganz locker drauf, wie man so schön sagt. Und nein, das war ein Großvater, wie er eigentlich im Buche steht. Familie Adenauer trifft sich, weil es so schön war, noch heute alle Jahre wieder am zweiten Weihnachtstag im Wohnzimmer in Rhöndorf. AG Hartfeld wurde 1920 in Köln geboren. Sie war die älteste von drei Kindern. Aus ihrer kleinen Schwester Tutti wurde später die Volksschauspielerin Trude Herr. In den 20er Jahren, als Konrad Adenauer Oberbürgermeister der Stadt Köln war, spielten AG und ihre Geschwister im Rechtsrheinischen. An die Eröffnung der Mülheimer Brücke 1929 kann sich AG noch gut erinnern. Ihr Vater war Lokführer. Die Familie lebte in sehr bescheidenen Verhältnissen in Köln-Buchheim. Die Luft roch nach Chemie aus der benachbarten Fabrik. Kaum jemand im Viertel, der zu Monatsende nicht anschreiben lassen musste. Weihnachten war etwas ganz Besonderes, wenn auch zurückhaltender als heute. Weihnachten, das war alles genau wie heute, aber ohne diesen Aufwand. Ne? Und Christbäumchen hatten sie immer alle. Und hat auch jeder was geschenkt gekriegt. Aber es war meistens was Gebasteltes oder Selbstgemachtes. Mein Vater hat mir mal eine Puppenküche gemacht, das weiß ich. Aus Obstkisten hat er die gemacht. In der Weltwirtschaftskrise hatten es die Eltern schwer, ihre Kinder mit dem Nötigsten zu versorgen. Der Vater besohlte Agis Winterschuhe für den Schulweg mit Autoreifen. Die meiste Zeit verbrachten die Kinder draußen. Spielsachen gab es kaum. Das Christkind hatte in Köln-Buchheim nicht allzu viel zu verteilen. Die Familie improvisierte. Unser Trude war immer zufrieden und glücklich, wenn sie alte Gardinen und alte Lappen hatte, damit sie sich verkleiden konnte. Die war schon Schauspielerin als Kind, wollte sie immer werden. Und hat uns auch die Rollen zugeteilt. Wir durften ja alle mitspielen, beziehungsweise mussten. Sie konnte sich sehr gut durchsetzen. Ach, das kriegte ich immer zu Weihnachten. So eine große Schleife, die wurde gebunden. Ach, habe ich auch noch ein Bild von. Die kriegte ich immer zu Weihnachten. Aber da ich sehr wild war und immer mit den Jungen Fußball gespielt habe, war die immer schnell verschlissen. Wenn nicht auf dem Fußballplatz, fand das Leben in der Wohnküche statt. Elektrisches Licht hatte fast niemand in dieser Zeit. Die Mahlzeiten waren sparsam. Fleisch gab es nur an Feiertagen. Zu Weihnachten wurde es vom Pfarrer spendiert. Für die Kinder gab es alljährlich jedoch eine besondere Spezialität, die AG noch heute ab und an zubereitet. Mehl und Christmehl, alle Reste, was mehlig war, wurde mit irgendeinem Fett, ob das jetzt Öl war oder Margarine, zu einem Kneteig mit Zucker geknetet und dann mit einer Flasche ausgerollt, dass das glatt war, und alle Marmeladenreste aus allen Gläsern da drauf geschmiert. Dann wurde das zusammengerollt
Und dann kam das in einer Form. Das war so lecker, das glaubt ihr nicht. Ich bin ja nicht zum Plätzchen ausstechen gekommen, weil ich vorher schon den halben Teig aufgefressen habe. Meine Oma hat Plätzchen gebacken und ich habe dann von dem Teig genascht. Und ich wusste, ich kriege Bauchschmerzen, das war mir dann aber egal. Ich war immer der lustvolle Typ. Weihnachten ohne den Geruch von Apfel, Zimt und Mandeln ist undenkbar. Schon im Mittelalter wurde in Klöstern in der Weihnachtszeit gebacken. Galt es doch als Pflicht an den Festtagen, Gebäck an arme Menschen zu verteilen. Zu den allerersten Plätzchen gehörten Spekulatius und Lebkuchen. Es gab immer Ausstechplätzchen, immer ganz wichtig, die wir auch als Kinder dann verziert haben. Es gab immer Spritzgebäck. Das war eigentlich nicht so wichtig, was es sonst noch gab. Hauptsache, es gab das Spritzgebäck und die Ausstecher. Die haben wir mit unserer Mutter auch gebacken. Aber alles so wenig, dass vielleicht für jedes Kind am Schluss 6 Plätzchen übrig blieben. Vor allen Dingen haben wir ja vorher schon am Teich genascht, ne? Als die Nazis an die Macht kamen, wurde Aggis Vater, ein überzeugter Kommunist, verhaftet. 13 Jahre verbrachte er im Gefängnis und im Konzentrationslager. Das Familienoberhaupt fehlte daheim. Mein Bruder war 2,5 Jahre jünger und unser Bruder 7 Jahre jünger. Und ich weiß nur, dass meine Mutter immer gesagt hat, du bist der Älteste, du bist der Größte, du bist der Stärkste, du bist der Gesündeste. Und danach wurde ich verschlissen. Und ich fand das eigentlich als Lob. Das war natürlich beschwerlicher wie für meine Geschwister. Aber ich fand, das war okay. Meine Mutter und ich haben die Familie hochgehalten. Für Aggi das Ende ihrer Kindheit. Ab jetzt geht es für sie nur noch um das blanke Überleben. Weihnachten wurde zur Nebensache und erst wieder gefeiert, als die Familie wieder zusammenfand. Der Krieg wurde von meiner Tante Milla nur registriert als eine Macht, die schon Weihnachten 1939 anfing, ihren Weihnachtsbaum zu gefährden. Allerdings war ihr Weihnachtsbaum von einer besonderen Sensibilität. In Heinrich Bölls Satire »Nicht nur zur Weihnachtszeit« feiert Tante Milla 2 Jahre lang, Sommer wie Winter, täglich Heiligabend. Sie liebt es, wenn die Engel auch im August singen und die Kerzen im Dauereinsatz brennen. Das immerwährende Weihnachtsfest, ein Traum für jedes Kind, wird schon bald zum Albtraum für alle anderen. Einzig Tante Milla lässt sich nicht kurieren. Also ich kann mich nicht erinnern, dass wir eine Tante Milla gehabt hätten. Aber es gab mit Sicherheit ganz viele Tante Millas und Onkel Billas von mir aus, die schon sehr verschrobene und etwas durcheinander waren. Und da gab es immer sehr viele Geschichten zu dem, was also der wieder verstanden oder nicht verstanden oder man redete aneinander vorbei. Oder die eine Person sprach über Kühe und der andere verstand Hüte oder so. Das war immer sehr lustig. Die Großfamilie Böll, inklusive Schriftsteller Onkel Heinrich, lebte in den Nachkriegsjahren zusammen in einem halbzerstörten Haus in Köln. Clemens Böll, geboren 1949, träumte von einem Roller oder einem richtigen Fußball als Weihnachtsgeschenk. Ich habe noch 5 Geschwister und wir wohnten in einem großen Haus. Und in dem Haus insgesamt waren schon 9 Kinder. Also es gab oben dann noch mal 3 Kinder auf der ersten Etage. Wir unten zu 6 und auf Weihnachten haben wir uns natürlich gefreut, weil es Geschenke gab. Und in der Zeit gab es sonst nicht allzu viele Geschenke. Das war so circa 1949, 50. Anfang der 50er Jahre sind die Wünsche noch klein. Ist Weihnachten, mangels Kaufkraft, doch eher ein Fest der Liebe und der Besinnung. 1955 wird das Wirtschaftswunder zum geflügelten Wort. Das Christkind kann vielerorts etwas tiefer in die Tasche greifen. Aber nicht überall.
Ritterburg. Und sonst möchtest du gar nichts anderes haben? Nee. Nee? Bist du auch das ist arm. Wer sagt das? Meine Mutter. Anstelle von selbstgebasteltem kamen nun die neuesten Errungenschaften vom Spielzeugmarkt in Mode. Ich habe mir immer gewünscht, einen Kaufladen. Kurz vor Weihnachten, da wurde ich krank und bekam Mumps. Dann ging es mir ganz schlecht. Und meine Mutter hatte sich diesen Kaufladen wohl vom Munde abgespart und wollte mir den Weihnachten geben. Und dann hat sie mir den gegeben, da war es vielleicht November, aber weil ich krank war. Und dann hat sie gesagt, weißt du, das Christkind hat gesehen, dass es dir nicht gut geht. Und dann kommt es immer etwas früher für solche Kinder. Aber weißt du, es kann dann Weihnachten nicht mehr kommen, weil da wusste sie, da hat sie kein Geld mehr, mir was zu schenken. Und dann hat sie mir diesen Kaufladen hingesetzt und die Krankheit war nur noch Nebensache. Und ich glaube, so waren viele Menschen früher. Das Christkind war eigentlich eine Erfindung von Martin Luther, der den katholischen Heiligen etwas entgegensetzen wollte. Noch im Mittelalter wurden die Kinder am Nikolaustag und am 28. Dezember, dem Tag der unschuldigen Kinder, beschenkt. Doch trotz Luthers Bemühungen wurde am Brauchtum des katholischen Nikolauses festgehalten. Wir wurden dann schon rechtzeitig aufgeklärt. Das hat entweder der versteckte Vater oder ein Geselle aus dem Betrieb oder ein Freund war, der sich hinter einem Nikolauskostüm versteckte. Also ernst genommen haben wir es nicht, aber wir haben immer so getan, als ob, weil wir wollten natürlich auch Geschenke kriegen. Guten Abend, Kinder. Karl-Heinz Steffen. In der Bochumer Innenstadt. Da war also ein arbeitsloser Lehrer mit Brille, der im Nikolauskostüm da stand und man durfte sich auf so ein Rentier setzen. Und da gibt es ein schönes Bild von mir, wie ich so eine Astronautenmütze auf habe. Also diese, wo die nur das Gesicht freilassen, so eine hellblaue. Der Nikolaus gilt heute nicht nur als Schutzpatron der Kinder, sondern auch als der Händler und Seefahrer. Sag mal, weißt du eigentlich, wer der Nikolaus war? Wer war das denn? Er hat eine Mütze auf. Ja, der lebt in der Luft. Der lebt in der Luft? Gestern hat er gelebt. Gestern? Aber jetzt ist es gar nicht. Das ist mein Onkel oder einer. Allerdings kam der so, dass man doch eher Angst hatte. Also der war mit dem erhobenen Zeigefinger da und wusste dann plötzlich Dinge, von denen man glaubte, dass sie längst in Vergessenheit geraten wären. Aber die Eltern hatten natürlich berichtet und da gab es auch mal eine rote oder ein böses, strenges Wort des Nikolauses. Und doch, das gab es auch. Familie Böll ist zwar christlich geprägt und Mutter Böll breitete, wie sich ihr Sohn erinnert, ihren Mantel der Nächstenliebe über alle Kinder aus. Doch in der Weihnachtszeit ging es eher weltlich zu. Der Ablauf der Feiertage folgte jedoch auch hier strengen Regeln. Also der Heilige Abend, der war erstmal nicht am Heiligen Abend. Am 24. war der berühmte Waschtag, also wir wurden alle gebadet. In einer Badewanne, die in der Küche stand. Also so eine Zinkbadewanne. Da gingen dann immer zwei Kinder rein, wurden dann geschrubbt und sauber gemacht. Und alles wurde unter Kontrolle der Mutter, weil ja bald Weihnachten ist, jetzt müsste aber wirklich dann sauber sein, haben wir in der Küche gebadet. Es war völlig selbstverständlich, dass man sich festlich kleidet mit einer weißen Strumpfhose oder ähnlichem. Das war auch die Zeit, in der noch selbst gestrickt wurde. Ich hatte ganz häufig selbst gestrickte Kleider, die meine Mutter gemacht hatte. Wenn ich das heute sehe, dann frage ich mich manchmal, ob das jetzt wirklich so sein musste. Ich war jetzt nicht so mit Anzug oder so. Ich habe ja auch lange Zeit gar keinen Anzug gehabt, weil damals lebten ja alle noch. Ich musste nicht ständig auf Beerdigungen rennen. Und dann habe ich meinen ersten richtigen Anzug zur Konfirmation bekommen mit 14. Und deshalb, nö, das war einigermaßen casual.
Also um Gottes Willen, das hätte schon, wäre schon ein Skandal gewesen. Da achteten die Eltern aber auch schon drauf. Also da trug man schon als Kind auch einen dunklen Anzug mit Fliege oder klassisch dann irgendwie so einen Matrosenanzug. Alle liefen eigentlich so rum. Matrosenanzüge, so haben wir, glaube ich, nie gehabt. Ich kann mich auf alle Fälle nicht daran erinnern, vielleicht mal zu Karneval oder so. Aber Weihnachten nicht, weil man musste irgendwie sauber sein, klar. Nach der Bescherung wurde bei Familie Böll gerne Karten gespielt. Am liebsten Kanasta. Der Gang zur Christmette gehörte an den Feiertagen unbedingt mit ins Programm. Gemeinsam mit den Eltern wurde er von Clemens und seinen Geschwistern als lästige Pflicht empfunden. Allein bot der nächtliche Gang durch die Stadt Gelegenheit für allerhand Unterhaltung. Mit zunehmendem Alter, mit 13, sind wir dann selbstständig in die Christmette gegangen. Nicht um diesen Mettenzauber, sage ich jetzt mal, zu erleben, sondern eigentlich eher um Freunde zu treffen. Weil man ja selten vorher, so mit 13, 14, konnte man nicht schon nachts um 3 Uhr raus. Also man war so mit 13 mit neuen Kleidern ausgestattet, dann ein kleiner Herr, der dann auch eine Zigarette rauchte. Und die Freundin von nebenan oder die Nachbarskinder, auf die man vielleicht ein Auge geworfen hatte, die war dann auch dabei und fühlte sich dann auch so ein bisschen älter halt. Frank Goosen, Kabarettist, Schriftsteller und Fußballfan. Ein Kind des Ruhrgebiets, geboren 1966 in Bochum, wo er noch heute lebt. Sein Weihnachten, eine einzige Bescherung. Noch heute erzählt er davon alljährlich in seinem Bühnenprogramm. Ich war Einzelkind, ne? Deshalb war das durchaus reichlich. Wir waren zwar jetzt nicht reich, aber ich hatte 2 Omas und die waren ganz gut situiert. Und da gab es auch schon mal den einen oder anderen gefütterten Umschlag, der also mit Geldscheinen gefüttert war und obendrauf dann eben, was weiß ich, Bagger und Eisenbahnen und eine Carrera-Bahn und so weiter alles. Also als Kind habe ich da sehr von profitiert, dass meine nächstrangige Verwandte eine Cousine war, die in Edmonton, Alberta, Kanada lebte. Brav sein sollte sich lohnen in diesen Jahren des überschwänglichen Konsums, der natürlich auch bis in die Kinderzimmer reichte. In kaum einem anderen europäischen Land wird an Weihnachten nach wie vor so viel für Geschenke, Dekoration und Essen ausgegeben wie in Deutschland. Auch ohne Wirtschaftswunder. Und was geben Sie ungefähr zu Weihnachten aus? Das ist doch eine indiskrete Frage. Mit 500 Mark komme ich nie aus. Habe ich ausgegeben 70 Mark. Für wen? Für meine Schwester und meine Eltern. 400, 500 Mark. Haben Sie auch vorher gespart? Nee, hol ich vom Konto. Ich habe schon gemerkt, dass es reicht, Mama und Papa zu sagen, was ich haben will. Und Oma. Das in der Familie so zu streuen. Und die riefen dann wohl beim Christkind an oder so. Keine Ahnung, meine Oma hat ja bei der Stadt Bochum in der Telefonzentrale gearbeitet. Deshalb war das logisch, dass die auch die Telefonnummer vom Christkind hat. Auf Frank Goosens Wunschzettel standen vor allem Dinge, die Erwachsene auch hatten. Nur kein Holzspielzeug. Damals in den 70ern war jedenfalls in unseren Kreisen das Wort pädagogisch wertvolles Spielzeug noch überhaupt nicht bekannt. Meine Oma kennt das auch heute noch nicht. Ne? Nein, da gab es auch natürlich Schusswaffen, also zum Spielen natürlich, und andere Sachen, mit denen man anderen Kindern wehtun konnte. Frank Goosen wohnte als Kind in einem Viertel, in dem der Bücherbus mit verhängten Scheiben vorbeifuhr. Die Weihnachtsgeschichte spielte bei ihm zu Hause nur eine Nebenrolle. Die Feiertage waren ein reines Familienfest mit viel Genuss. Heiligabend bei uns bis mittags eben noch ein halbwegs normaler Tag. Mein Vater hatte ja dann irgendwann ab Anfang der 70er Jahre eine eigene kleine Installationsfirma, Elektroinstallationsfirma. Der hat dann noch gearbeitet bis 1 Uhr oder so. Und dann gab es eine Kleinigkeit zu essen, weil abends eben bei Oma groß gekocht wurde.
Und ich finde das super, wenn man Omas kochen sieht. Weil das ist ja eine ausgestorbene Kunst. Da kriegen ja Frauen heutzutage gar nicht mehr hin. Männer übrigens auch nicht. Nur Omas von früher sind ja in der Lage und halten mit 4 Herdplatten schätzungsweise 48 Töpfe heiß. Zu essen gab es also mindestens 10 Jahre lang Kassler. Das war eine Suppe, in die Unmengen von Rindfleisch reingingen. Ich glaube, 2 Rinderzungen noch und andere Zutaten auch. Also eine super Suppe und auf die freute sich eigentlich jeder. Meistens Möhrchen, Gemüse war billig, Kartoffel. Meine Mutter konnte allerdings sehr gut kochen. Es war immer schmackhaft, aber wenn immer dasselbe ist, habe ich dann ab da, wo ich mir selber kaufen konnte, keine Möhrchen mehr gekauft. Gans, Pute, Schweinebraten, Würstchen oder Karpfen – die klassischen Weihnachtsgerichte. Fast alle gehen auf mittelalterliche Traditionen zurück, bis auf den Puter. Auch die Kinder freuten sich auf das Festgericht, mehr allerdings noch auf die Weihnachtsteller. Morgen ist Heiligenabend, da gibt's für mich allerhand schöne Sachen. Was denn? Ja, was Extras. Ja, verschiedene, so extravagante Sachen. Hühnchen. Was noch? Und Salat. Bei uns gibt es Kabeljau mit Soße und Kartoffeln. Ne, Braten. Und was dazu? Kartoffel. Gibt es jedes Jahr? Fast jedes Jahr. Bei uns gab es immer Rouladen. Ne? Manche sagen, heißt Rouladen. In Süddeutschland sagen wir Rouladen, bei uns heißt das Rouladen. Also die einen hängen vom Fenster, die anderen essen wir. Und da lagen die Dinger dann immer, diese Fleischlappen, diese roten Fleischlappen, immer vom besten Metzger der Stadt, am Tisch. Und Oma hat die mit Senf eingestrichen. Also das war fast wie mit dem Quast, mit dem man sonst Leim auf Tapeten aufträgt. Und dann hat man immer gesehen, wie Oma das Ding zusammengerollt hat und dann quasi gleichzeitig die Roulade ins Fadengefängnis verhaftet hat. Und ich habe heute manchmal den Eindruck, manchmal macht Oma extra Rouladen, nicht nur zu Weihnachten, nur um zu gucken, wie dämlich ich, ihr studierter Enkel, sich anstellt beim Auswickeln. Weihnachten, das Fest der Glaubensfragen. Fisch oder Fleisch, Christkind oder Weihnachtsmann, Kerzen oder Kunstlicht. Die allerwichtigste Frage für die Kinder, wird es weiße oder doch wieder nur grüne Weihnachten geben? Einmal gab es Schnee oder so. Im Prinzip war Weihnachten grün und manchmal sogar erschreckend mild. Also ist ja heute für dich in Vergessenheit geraten. Die letzten Weihnachtsfeste waren mir immer zu kalt. Es war vielleicht nicht immer pünktlich zum Heiligen Abend. Manchmal war es vorher, manchmal auch vielleicht ein Tag oder zwei. Aber es gab immer zu Weihnachten Schnee. Also zumindest in meiner Erinnerung. Wir sind also immer mit Schlitten in den Grüngürtel, da gab es einen Rodelberg und konnten da immer um die Weihnachtszeit auch Schlitten fahren. Allzu viele Erfahrungen mit Wintersport und weißer Weihnacht hatte Familie Ösel in ihrer Heimat der Türkei noch nicht gesammelt. Im Winter 1966 kamen Mutter und Tochter nach Deutschland. Der Vater hatte dort Arbeit gefunden. Als meine Mutter und ich nach Deutschland kamen, das war für uns erstmal eine große Umstellung. Wir kamen aus einer großen Stadt, aus einer Großstadt auch und sind in einen kleinen Ort im Sauerland gekommen. Und es war kalt und es war ja sehr ungewohnt und sehr, sehr provinziell auch. Auch als 6-jähriges Mädchen empfindet man so etwas ja dann schon mal. Ein doppelter Kulturschock. Nilgün, das Großstadtkind, Tochter gläubiger Muslime, landete im streng katholischen Sauerland. Die christlichen Traditionen rund um Weihnachten hatte sie in der Türkei nie kennengelernt. Ich bin 1967 in eine katholische Grundschule gekommen und habe dann zum Ende des Jahres gemerkt, da ist irgendetwas Besonderes, da passiert etwas. Aber das war für uns nicht ungewöhnlich, weil wir zu der Zeit unsere Fastenzeit hatten, Ramazan.
Und das war dann auch in den Weihnachtsferien. Das heißt, ich kam von den Ferien wieder zurück und die Kinder erzählten was vom Weihnachtsfest. Und wir hatten ja unser Ramazan-Fest gehabt. Also war das für mich so etwas, ja, etwas Gleiches, Gleichwertiges. Neel Gün, Jahrgang 1959, fühlte sich wohl in ihrer Schule. Ihr Lehrer legte Wert darauf, dass alle alles mitmachten. Und so lernte auch Neel Gün Weihnachtslieder und Gedichte, bastelte Sterne, die sie zu Hause aufhängen durfte. Einige Jahre später, da habe ich dann erstmal rausgekriegt, das ist ja gar nicht Weihnachtsfest und Ramazanfest das Gleiche, weil sich der Fastenmonat immer jedes Jahr um 10 Tage vorverschiebt. Es richtet sich nach dem Mondkalender und plötzlich hatten wir schon Ramazanfest und da war noch gar nichts mit Weihnachten. Und ja, man wird ja auch ein bisschen älter und da habe ich dann festgestellt, dass das nichts miteinander zu tun hatte. So, Kinder, nun wünsche ich euch recht schöne Ferien und euch und euren Eltern ein gesegnetes Weihnachtsfest. Danke! Die Eltern legten Wert auf die Einhaltung der muslimischen Feiertage. Doch manchmal ließ sich auch den christlichen Gebräuchen die ein oder andere schöne Seite abgewinnen. Mein Vater ist ein Lebkuchen-Fan und immer, wir haben uns immer gefreut, wenn Lebkuchen auf den Markt kamen. Mein Vater hat dann sofort einen Rieseneinkauf gemacht oder haben dann in Nürnberg dann diese Kiste mit Lebkuchen bestellt und das war dann natürlich herrlich. Das gab es ja früher auch wirklich nur in der Weihnachtszeit und wenn dann die Kiste mit den Lebkuchen ankam, das war dann schon ganz toll. Das muslimische Fastenbrechen oder in der Türkei auch Zuckerfest genannt, ist dem Weihnachtsfest nicht unähnlich. Man besucht einander, isst Leckereien und vor allem die Kinder bekommen Geschenke. Immer noch Höhepunkt des Jahres für Neel Gün und ihre Familie. In der Türkei vor religiösen Feiertagen werden die Moscheen geschmückt mit Lichtern. Das heißt dann auch Kandil. Kandil heißt das Licht. Daher war ich das gewohnt, dass wenn irgendwie Feiertage waren oder etwas religiös, dass diese Lichter geschmückt wurden. Und wenn es hier im Sauerland dann auch im Winter dann so relativ schnell dunkel wurde, war es einfach doch schön, wenn alles schön erleuchtet war, wenn alles geschmückt war, wenn es einfach ein bisschen freundlicher aussah. An Heiligabend wurde auch bei den Ösels gut gekocht. Die Eltern hatten Zeit und luden für die Feiertage Freunde ein. Und die Kinder? Die hatten ihren Spaß am Weihnachtsprogramm im Fernsehen. Vor 5 Jahren feierte Neel Gün bei Bekannten das erste Mal deutsche Weihnachten. Zum Erstaunen aller konnte sie in der Kirche noch alle Lieder mitsingen. Der jüngste meiner Brüder ist in Deutschland geboren. Und als er klein war, ist meine Mutter sehr schwer krank geworden. Und das war dann auch in der Zeit um Weihnachten herum. Und mein Bruder hatte ein bisschen darunter gelitten. Und er fand es auch alles so schön, dass draußen geschmückt worden ist. Da hat mein Vater so einen kleinen Bäumchen für ihn besorgt und hat ihm das auch geschmückt, damit er auch etwas hatte, was die anderen hatten. Baumschmücken war bei uns selbstverständlich Männersache. Ne? Mein Vater hat im Haushalt nicht viel gemacht. Baumschmücken hat er sich dann doch nicht entgehen lassen und war aber relativ schlicht. Es kamen weiße und rote Kugeln zum Einsatz, auch einige verspiegelte Kugeln. Kugeln, die waren aber schon vererbt. Die haben Vater und Mutter mit in die Ehe gebracht. Die wurden immer schön wieder eingepackt und weggetan. Da waren Kugeln dran. Äpfel haben wir gegessen, wenn wir sie hatten. Der Weihnachtsbaum. Für die Kinder lautet bis heute die wichtigste Frage, wie viele Päckchen liegen am Weihnachtsabend darunter? Und für die Erwachsenen? Die Qual der Wahl zwischen Fichte und Nordmann oder doch mal eine Kiefer? Die immer wieder aktuelle Frage, werden die Bäume in diesem Jahre teurer? Ich kann Sie beruhigen, auch 1964 gelten die Vorjahrspreise. Und wer ist für den Baum zuständig? Mutter oder Vater? Hat er doch wieder lichte Stellen und eine krumme Spitze? Das war auch immer so ein bisschen
Ja, eine kleine Diskussion. Meine Mutter hätte den Baum gerne früher gehabt. Mein Vater hat immer gemeint, das hat noch Zeit. Mein Vater hat das gerne nach hinten geschoben, während meine Mutter dann immer sehr unruhig wurde. Strohsterne gehörten für mich als kleines Kind unbedingt an den Tannenbaum und echte Kerzen. Elektrische Kerzen gab es nicht und die gibt es bei uns bis heute nicht. Das war ein Baum, an dem noch echte Kerzen brannten. Also kein elektrisches Licht, sondern eben aus Honigwachs geformte Kerzen. Und eine künstliche Kerzenkette. Aber wir waren keine so beinharten Traditionalisten, dass es bei uns Wachskerzen gab. Ich glaube, das wäre meinen Eltern zu schwierig gewesen, ne, die immer anzuzünden und auszupusten. Dann stinkt die ganze Bude und dann fällt vielleicht der Baum um und die Bude fackelt ab oder so. Bei uns kam die elektrische dran und wurde dann abends einfach eine Birne lose gedreht, damit die ganze Kette aus war. Das Grün des Tannenbaumes sollte schon im Mittelalter Hoffnung auf neues Leben und auf die Wiederkehr des Frühlings vermitteln. Die Kerzen versinnbildlichen, dass mit der Geburt Jesu die Welt erleuchtet wird. Und dann unter dem Weihnachtsbaum standen dann die Figuren der Krippe. Ich erinnere mich noch sehr gut an die heiligen drei Könige, die da platziert waren, auch mit den entsprechenden Tieren, mit Elefanten und Kamelen. Und die wurden dann Tag für Tag ein Stück näher an das Christkind herangerückt. Das musste ja alles stimmen. Und diese Krippe, die lud schon vor allen Dingen die kleineren Kinder immer dazu ein, mit ihr auch zu spielen und die Figuren noch anzupacken. Das war, ist eine ganz tolle Krippe. Eine Kindheit im Duisburger Norden. Das Christkind kam zu den meisten Kindern im Arbeiterviertel nur mit kleinem Gepäck. Bei einem Kind brachte es etwas mehr vorbei, bei Pfarrerstochter Christa Voskamp. Mit dem 1. Dezember begann im Pfarrhaus die wichtigste Zeit im Jahr. Mein Vater hatte eine Winterlandschaft aus Sperrholz gesägt und die auf einen Karton aufgeklebt, auf ein Styropor aufgeklebt. Und der Adventskalender sah dann so aus wie eine Uhr mit 24 Türchen in einem großen Kreis. Bei Familie Voskamp wurde in der Weihnachtszeit viel gesägt, gebastelt und vor allem auch gebacken. Die Kinder halfen mit, übernahmen schon früh jede Menge Aufgaben in der Gemeinde. In der Adventszeit gab es viele Adventsfeiern in der Kirche. In der Gemeinde, wir waren ziemlich viel eingespannt. Wir waren häufig auf Adventsfeiern, haben musiziert, haben Texte gelesen, haben Gedichte aufgesagt. Die Adventszeit ist halt in einem Pfarrhaus Hochkonjunktur. Und von daher gab es immer genug zu tun. Auch unsere Eltern waren relativ viel weg, sodass die Adventszeit relativ fest strukturiert war. Wenn Christa mit ihrem Bruder und den Eltern an Heiligabend zur Kirche ging, ähnelte das eher einer Dienstreise als einem feierlichen Ereignis. Sowohl die Mutter als auch der Vater waren im Einsatz. Nach dem Heiligabend-Gottesdienst sind wir dann nach Hause gegangen und mussten immer noch warten, bis unser Vater dann fertig war mit dem, was in der Kirche noch so anfiel. Die Kollekte musste noch gezählt werden, die Leute mussten verabschiedet werden. Das dauerte immer eine ganze Weile, bis der kam. Und je kleiner wir waren, desto länger kam uns die Zeit natürlich vor. Für die Kinder eine unendliche Geduldsprobe. Heute ist Christa Voskamp selber Pfarrerin, ist wie der Vater an Weihnachten schwer beschäftigt. Zu Weihnachten gehörten Hausmusik, das Aufsagen der Weihnachtsgeschichte und dass der Vater die Bescherung alljährlich mit seiner Super-8-Kamera festhielt. Der neue Fotoapparat oder die neue Krawatte, all das tauchte im bewegten Familienalbum wieder auf. Wir hatten einen großen Wohnzimmertisch und da war immer eine Seite oder eine Hälfte für meinen Bruder und die andere Hälfte war für mich. Und ich muss schon sagen, ja, es gab eine ganze Menge. Und wir haben eine ganze Menge zu Weihnachten geschenkt bekommen.
meistens so ein großes Teil und ganz viele Kleinigkeiten noch drumherum. Weihnachten als Fest der Besinnung schloss im Pfarrhaus nicht aus, dass vor allem die Kinder reich beschert wurden. Oft mit Lernspielen und dem, was die Eltern für schön hielten. Der sehnlichste Wunsch von Christa waren ein paar Adidas-Turnschuhe und eine Wrangler-Jeans. Zumindest die Jeans hat sie eines Tages bekommen. Im Haus selber hat der Großvater, weil die Großmutter lebte ja nicht mehr, hat der Großvater selber also eher wenig verschenkt. Also, dass er als Großvater da viel verschenkt hat, das habe ich nicht so mitbekommen. Also, ich glaube, da war er eher zurückhaltend. Woran ich mich aber auch noch ganz gut erinnern kann, mein Großvater hatte zur damaligen Zeit einen ziemlich scharfen Wachhund. Brando hieß der. Das war ein Rottweiler. Und der bekam Heiligabend immer eine große Leberwurst. Und ich sehe meinen Großvater noch im Hausflur stehen, mit einem Kranz, Leberwurstkranz in der Hand, hochhaltend. Und dieser Hund, der sprang nach dieser Leberwurst. Also das ist mir bis zum heutigen Tage noch in Erinnerung geblieben. Das Schrecklichste Geschenk als solches gab es nicht, aber es gab das Weihnachten nach der Konfirmation, wo sich offensichtlich die gesamte Verwandtschaft gedacht hat, jetzt ist das Kind groß, jetzt wird das Kind groß. Und ich bekam an diesem Weihnachten unglaublich viel Aussteuer geschenkt, Handtücher und ähnliche Geschichten. Ich war 14 und das war nicht das, was ich mir so vorstellte. Das Christkind und die Engel galten im Pfarrhaus als Aberglaube. Wir waren knochentrocken durchreformiert, erinnert sich Christa Voskamp. Doch was für sie bis heute zählt, ist die eigentliche Geschichte von Christus, der geboren wird. Da machte sich auf, auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum, dass er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, auf das er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte, und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Die Geschichte gehörte jedes Jahr dazu und ich wollte die auch gerne können, weil ich die sehr geliebt habe und bis heute sehr liebe. Und ja, ohne diese Geschichte wird für mich nicht Weihnachten. Ich glaube sogar, dass das wahr ist, dass dieses arme Paar da ein Kind in der Krippe gelegt hat. Das kann auch sein. Nur, dass die zwei nicht im Bett waren früher, das kann mir keiner erzählen. Man hat natürlich in der Pubertät das angezweifelt, das haben ja die Freunde auch gemacht und darüber gelächelt. Aber je älter ich wurde, desto sympathischer war mir dann die Geschichte wieder, weil es einfach eine Geschichte der Hoffnung ist. Weihnachten als Dreikäse hoch, als man noch mit klopfendem Herzen die Tage zählte und auf das Glöckchen wartete, alle Jahre wieder, mit fester Dramaturgie, mit Kerzen oder Kunstlicht, Gans oder Karpfen. Vielen ging es viel zu schnell vorbei. Und dann freute man sich das ganze Jahr aufs nächste Mal.